Wir haben so ein paar Leute rausgesucht, die wir in ihrer Partei gefunden haben, die, wo wir gedacht haben, Mensch, das sind wirklich Leute, zum Beispiel hier. Ja, Mahmut Özdemir ist aus Duisburg, ist einer unserer, glaube ich, in der letzten Legislaturperiode der allerjüngste gewesen, das ist jetzt nicht genau. Mehr. Ja. Cooler Typ. Eltern aus der Türkei, in Duisburg geboren, Wahlkreis Duisburg, war ja einer der Jüngsten, mit 26. Das hinter Ihnen ist die aktuelle SPD-Spitze. Das ist quasi die Spitze des Vorstands. Sind Sie da gar nicht mit dabei? Im Präsidium nicht, nee. Ich bin im Parteivorstand, aber nicht im Präsidium. Aber ansonsten, das sind nicht alle Minister, ne? Nee, also eigentlich nur Olaf Scholz Minister und ansonsten? Nö. Niemand, aber das sind die Leute, die quasi ihre Partei, die SPD, momentan anführen. Die SPD-Spitze, Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Wir haben uns gedacht, also wirklich ganz völlig unverbindlich, aber angenommen, wir hätten jetzt mal so ein paar neue Kandidaten aus dem Partei, hier auch Christopher Lauer, ja, war mal Gast bei uns, sehr. Hat nach eigener Aussage ADHS, das S steht für Sozialdemokratie. Ist in die Partei eingetreten, kommt aus der Piratenpartei. Das ist immer gut, wenn man jemanden braucht, der weiß, wie man eine Sackkarre versteckt. Ist das immer gut, dass Christopher Lauer mit dabei. War Berater des Axel Springer Verlages. Ich stehe mit ihm ständig im Kontakt. Und der hat immer ziemlich coole Inputs Okay. für alles, naja, was digital ist. Und ich würde mal ganz, ohne Sie jetzt in Bedrängnis bringen zu wollen, ich möchte auch wirklich ganz hochdemokratisch... Ich möchte jetzt gerne wissen, wer da noch so drin ist. Ja, ich weiß. Ein hochdemokratischer Prozess. Also Folgendes. Ich finde ja Mahmut Özdemir ein toller Politiker. Vor allem Hashtag von hier und Hashtag MeToo mit WO. Migrationshintergrund. Mhm. Sie sind ja auch Besitzerin von zwei Reisepässen. Jawohl. Mögen Sie einmal ganz kurz rumkommen, dann stellen wir uns beide hin. Das ist die aktuelle Spitze ihrer. Ich würde jetzt. Sie müssen gar nichts sagen. Ich würde jetzt einfach mal einen wegnehmen. Ja, dann sage ich aber jetzt wirklich nichts zu, okay? Da sagen Sie gar nichts dazu und wir machen das auch ganz, ganz toll. Wir haben so eine kleine Tonne, wo die dann rein. Aber ganz kurz. Das ist keine Mülltonne, das nennen wir Arbeitskreis Zukunft. Und alle Leute, die in diesen Arbeitskreis Zukunft reinkommen, das ist ein ganz wichtiger Arbeitskreis für die Partei, weil die können dann gemeinsam mit der Basis in den Ortsvereinen sich über Plakate Gedanken machen, was man alles machen kann mit der SPD. Ich kann mich nicht mehr und zum Beispiel lassen, jetzt angenommen Olaf Scholz zum Beispiel, der Vizekanzler, kommt in den Arbeitskreis Zukunft rein, weil der bringt Sachverstand, politische Erfahrung mit, der ist im Verhandeln gut und der kann dann hier schon mal die Grundlagen im Arbeitskreis Zukunft. Und da würde ich jetzt mal den Mahmut Özdemir einfach mal, was macht das mit Ihnen? Rein optisch. Ist schon mal gar nicht so schlecht. Jemand wie Ralf Stegner, auch, schauen wir mal, wen haben wir denn noch da? Wir haben zum Beispiel hier Uwe Hück. Was Alter, sagt Ihnen das? Betriebsratsmann, Porsche. SPD-Mitglied seit 1982. Mhm. Unfassbar. Der ist Betriebsratsvorsitzender gewesen bei Porsche, hat jetzt aufgehört, weil er sich um Pforzheim kümmern möchte. Kampfsportler. Der hat jeden Porsche, wenn er das Band verlassen hat, nochmal geküsst zum Abschied. Mit Zunge. Das ist so einer, der kommt richtig aus der Arbeit, hat das Bundesverdienstkreuz erhalten und ist ein toller Kandidat. Dann hier Sana Bukayeo. Ah, jetzt haben Sie mich. SPD-Fraktionsvorsitzende Rüsselsheim, ist Referentin beim Opel-Gesamtbetriebsrat, also Mitglied im SPD-Landesvorstand Hessen. Ja. Das ist eine Frau, die wirklich durch dick und dünn gegangen ist mit Thorsten Schäfer-Gümbel. Ja. Der hat wirklich einen Erfolg in den letzten 12 Jahren nach den anderen. Der kann mal zeigen, wie man Wahlen gewinnt in einem Arbeitskreis Zukunft, zusammen mit Olaf Scholz. Und ich würde dann damals seiner Bukayeo reinsetzen, auch Migrationshintergrund da reinzubringen. Mhm. Den finden Sie gut, ne? Oder finden ich Sie den, den. Ich sagen Sie, finden Sie den als Input interessant? Das ist ja was anderes gut. Als gut finden. Ich finde ihn gut. Ich finde Christopher Lauer gut. Ja, jetzt ist, was würden Sie meinen? Wer ist... Bin ich mal gespannt, was passiert. Nee, ich frage Sie mal. Also Sie wissen ja sicherlich, wer ist im Zukunftsthemen bemüht. Das ist Udo Bullmann, das ist Ihr Verantwortlicher in der SPD-Spitze für Europa. Das ist der Fraktionsvorsitzende aller Sozialdemokraten und Sozialisten. Genau, das ist das Gesicht der SPD für Europa. Der hat sicherlich sehr viele Sachen für die Zukunft von Europa, wo man dann eventuell mal... Christopher Lauer, wie gesagt, im Arbeitskreis Zukunft. Und das ist jetzt nicht missverstehen, das ist alles hochdemokratisch. Und es wird auch regelmäßig Bericht erstattet an die SPD-Spitze. Das macht dann Lars Klingbeil. Der fährt einmal die Woche mit dem Fahrrad aus Munster zum Arbeitskreis Zukunft und hat deswegen keine Zeit mehr für seinen Job als Generalsekretär. Schauen Sie mal hier. Mhm. Tatjana Herder-Munoz, sagt Ihnen das wir was? Auch. Ich kenne nicht alle SPD. Ortsvorsteherkandidatin SPD Hechtsheim, mit dem Schulzzug in die Partei eingetreten. Quereinsteigerin, Masterplanmanagerin in der Stadt Mainz. Also Städte will Mainz klimaneutral machen. Eigentlich gar nicht schlecht. Machen wir mal hier hin. Mhm. So, das sieht gut aus. Sieht gut aus, ja. Das finde ich ganz, aus persönlichem Interesse ganz interessant. Das ist Corwin Kocher, 19 Jahre alt, ist der Vorsitzende der Josefsberger Schlacht. Kann man wirklich nicht wissen. Wollte ich eigentlich nur nehmen, weil er die gleiche Frisur hat wie Ralf Stegner.
Wobei Ralf Stegner dann eben die Chance hätte, im Arbeitskreis Zukunft eine Menge gute Laune und so norddeutschen Charme reinzubringen. Und da einfach, und schauen Sie, das ist wirklich, das ist eine hochkarätig besetzt. Da kann dann keiner sagen, dass sich die SPD nicht um die Zukunft kümmern würde. Wobei, das ist echt, ne, der ist auch neu, der ist auch nicht viel älter. Ja, das ist jetzt auch, der ist Abgesandter, der fährt immer hin und her. Den würde ich so dazwischen machen vielleicht. So. Okay. Merken Sie, wie Sie gerade die anderen da drin gelassen haben, aber ihn da rausgeholt haben? Alles, was ich jetzt mache, kann gegen mich verwandt werden. Ja, nee, ja. Aber letztlich, das ist, ist ja Wahlkampf. Ja, jetzt kommen wir zu einem haarigen Posten. Ich finde, Andrea Nahles ist eine tolle Parteivorsitzende. Die ist engagiert, in der Eifel, gut vernetzt. Aber gerade was die Region angeht, hat die SPD so viel noch, was sie zukunftsmäßig da. Schauen Sie mal zum Beispiel hier, Ria Schröder. Jetzt Michelle Rauschkolb hätte ich Ihnen sagen können. Die ist aus Rheinland-Pfalz. Ja, Michelle Rauschkolb, Rheinland-Pfalz, genau. Vizepräsidentin bei Young European Socialists in Brüssel. Also vielleicht sehen Sie die auch. Ja. Und was ich gedacht habe, als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe und Sie zum ersten Mal Ihre Biografie gelesen, dieser Blick bringt Sie freundlich um. Sie merken nicht, wie Sie von dieser Frau erwürgt werden. Sie merken nicht, wie Sie in Debatten von dieser Frau erwürgt werden. Finde ich, ist eine tolle, warum nicht? Das hier, Ria Schröder, 26 Jahre alt, 2017 Kandidatin im Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel. Mitglied der Jungen Rentenkommission. Ziel ist es, steht auf ihrer Website, eine Politik zu gestalten, die Herausforderungen gestaltet und Chancen ermöglicht. Das ist ihr Schatzmeister, Dietmar Niethan. Der Arbeitskreis Zukunft, das ist wichtig, dass man auch in Zukunft mit Geld umgeht. Und vielleicht der einzige Nachteil ist, dass Ria Schröder bei der FDP ist. Vorsitzende der Jungen Liberalen, aber es ist immer gut, jemanden dabei zu haben, der sich ein bisschen mit Geld, also zumindest Ambitionen hat. Ja, jetzt einen noch, würde ich sagen, nur für einen Sausan Schäbli. Sausan Schäbli, warum? Ja. Warum jetzt? Warum nicht Katharina Andres? Ich hab gar nicht gesehen, wer die andere wäre. Aus Hannover, seit 13 Jahren Mitglied in der SPD, ist 29 Jahre und 13 Jahre schon Mitglied. Daher auch das unverkrampfte Lächeln. stellvertretende Vorsitzende der Jusos. Nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Ja, oder aber wen jetzt? Sausan Schäbli, Erfahrung können in... Können wir die nicht so ein bisschen zusammenrutschen? Natascha Kohn ist in Bayern super erfolgreich gewesen bei den Landtagswahlen. und das ist eine Sache... das sind Sachen, die vielleicht, wo Sausan Schäbli vielleicht einen neuen Wind reinbringen könnte. Und sagen wir mal, Torben Albrecht, einfach nur Bundesgeschäftsführer, wofür braucht die SPD den Geschäftsführer zurzeit? Deswegen einfach... und jetzt passen Sie mal auf, jetzt schauen Sie mal. Schauen Sie sich das mal an, lassen Sie es mal auf sich wirken. Damit wären alle Probleme der SPD gelöst. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, aber... Also ich hatte ja gedacht, Sie haben wirklich irgendwo noch ein Foto von sich selber versteckt, aber... Nee, so schlimm ist es nicht. Ja, schade. Aber das ist ja das Schöne bei Ihnen. Da fehlt dann doch der Mut, ne? Das ist nicht der Mut, das ist einfach know your place in society. Ja, so ist es doch. Man kann ja nicht nur, weil man sich politisch versucht, an einer Debatte zu beteiligen, gleich die Linie überschreiten, die, wenn man sie einmal überschritten hat, nie wieder zurück überschritten werden kann. wenn man einigermaßen was in der Öffentlichkeit auf sich hält. Ich finde das sehr schwierig, wenn man als öffentliche Person dann sagt, ich mache Politik und mit diesem Anschwung, den man dann hat durch die Bekanntheit, diesen Betrieb verunreinigt. Ich finde das einigermaßen unangenehm. Oder finden Sie das unproblematisch? Ich habe jetzt nicht wirklich verstanden, was Sie meinen. Nee, also finden Sie das ethisch korrekt, wenn man als Journalist oder als jemand, der quasi im Showgeschäft arbeitet, wie Donald Trump zum Beispiel, dann die Linie überschreitet und sagt, jetzt bin ich so bekannt, jetzt habe ich meine Millionen, 20 Millionen auf Twitter, jetzt mache ich einfach auch die Herrschaft von Amerika oder die United States, das traue ich mir auch zu. Also ich finde es gut, wenn sich Leute, die woanders Bekanntheit erworben haben, sich auch politisch engagieren. Mhm. Ich finde das gut, ob sie das in der Partei tun oder nicht. Mal dahingestellt, weil die verlieren ja dann ihren Nimbus ziemlich schnell. Mhm. Also man kann am Anfang vielleicht, weil man gefeierter Schauspieler ist oder Superstar-Moderator kann man erstmal... Kriegt man erstmal ganz viele Klicks, genau, und auch vielleicht Stimmen. Aber nach 5 Jahren ist das dann, glaube ich, auch weg. Mhm. Nur man sollte nicht hin und her wechseln. Das sollte man nicht. Find ich auch problematisch. Und deswegen ist, glaube ich, wenn man so eine Linie überschreitet, muss man sich da schon sehr sicher sein. Ja. Und es gibt irgendwie... apropos Linie überschreiten, wie ist eigentlich der Kontakt zu Sigmar Gabriel? Ich habe ihn gestern wieder bei Twitter gelesen. Er überlegt jetzt, Atlantikbrückenchef zu werden. Ist so offensichtlich gefragt worden. Ja, Sigmar ist in der Fraktion, ist sehr aktiv. Und ist er wirklich aktiv oder ist er, kommt er ab und zu mal rein und sagt, oh, alles scheiße. Also, er ist da und er meldet sich auch.
Ich habe auch von dem Popcorn gegessen. Also er ist da, ja, und er meldet sich zu Wort. Mhm. Und das auch sehr, wenn er es tut, sehr vehement, wie es seine Art ist. Und das ist auch gut so. Ich meine, er hat eine Menge zu sagen und eine Menge Erfahrung. Und ich bin ja immer für eine gute Mischung. Ne? Ganz kurz, Manuela Schwesig ist ja eh bald raus, weil sie Justizministerin wird. Ich finde einfach nur, ich finde diesen Typ Sozialdemokrat, dass wenn irgendwie so ein AfD-Typ eine antisemitische Rede hält, dass man so Wehner-Style einfach eine Schlägerei im Treppenhaus anzettelt, dafür wäre Uwe Hück genau der richtige Mann. Eine da Schlägerei, haben wir da aber auch noch ein paar drin. Ja, wirklich, was mal ganz kurz, was meinen Sie, wer würde von denen im Arbeitskreis Zukunft am ehesten eine Schlägerei anfangen? Gucken Sie mal, ob Sie sich noch tiefer in die Scheiße reinreiten können, als Sie ohnehin schon sind. Wer, Udo Bullmann, der Würger aus dem Hinterhalt. Andrea Nahles, die Kralle aus der Eifel. Lieben Anita. Hätte ich bloß nicht. Der, keine Ahnung, der Treter, würde ich jetzt mal sagen. Oder Natascha Kohn, die Giftmörderin. Nee, also wem würden Sie also da... Also Sie haben schon, Ralf haben Sie schon schön beiseite gelassen, ne? Ja, Ralf Stegner, da habe ich tatsächlich bei Twitter öfter mich mit dem aneinander geraten, da habe ich echt Angst davor, dass ich dem im Dunkeln begegne irgendwo. Wenn man dem irgendwie in schlechter Laune über den Weg läuft, dann glaube ich, geht das böse aus. Na dann. Alles Kandidaten für den Arbeitskreis Zukunft, damit es wieder bergauf geht mit der SPD. Wir schauen noch mal ganz kurz auf die Europawahl, bevor wir uns hier das Internet, hat nämlich nicht ewig Aufnahmezeit, Frau Barley. Was ist das Nächste, was Sie jetzt vorhaben? Wo fahren Sie jetzt nach dieser Show hin? Also heute bleibe ich tatsächlich in Köln. Ihre alte, das ist ja meine Heimatstadt. Sie sind hier geboren? Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Zur Schule gegangen, Rodenkirchen? Genau. Ah. Genau. Und ja, schwelge ein bisschen in Nostalgie. Machen Sie was, wenn Sie hier sind, was Sie an Ihre Stadt erinnern? Gehen Sie irgendwo hin, Restaurant, essen Sie irgendwas oder fahren Sie irgendwo lang? Also ich bin tatsächlich, als wir jetzt eben zum Studio gefahren sind, bin ich an einem Restaurant vorbeigefahren. Den Namen darf ich jetzt nicht sagen. Ne? Doch, klar. Das gab es schon vor echt ungelogen über 30 Jahren. Mhm. Da habe ich die geilste Zabayone meines Lebens gegessen. Welches Restaurant war das? Darf ich das? Ja, na klar. Wir können es auch rauspiepsen, wenn dir das unangenehm ist. Sansone hieß das. Sansone? Das wurde am Tisch gemacht, in so einem Kupferkessel mit so einem Masala-Wein. Und das kriegen sie dann warm. Also, da fahre ich direkt nach der Sendung hin. Und guck, ob das stimmt, ob das so lecker ist. Und wenn ja, dann wie? Also für die Insta-Story wurde mir noch gesagt, ich darf keine Produktwerbung machen. Das ist hier in der Sendung, sehen wir das nicht so streng. Okay. Die Sendung guckt kaum einer. Im Internet allerdings ist das ein bisschen... Ach, oh, wir sind im Internet. Ach du Scheiße, da meldet sich die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen und dann müssen wir am Ende Werbung oben einblenden oder sowas. Ja, kann passieren. Frau Barley, schön, dass Sie hergekommen sind. Ich finde, das ist... da müssen Sie sich gar nicht für schämen für die Sache. Das macht doch eigentlich... Je nachdem, wo man sich in der aktuellen Parteispitze sich befindet, ist das vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten ist das doch ein Silberstreif am Horizont und zwar ganz schön großer. Also ich finde echt spannend, dass Sie jetzt meine von mir sehr geliebte Ministerpräsidentin als einzige drin gelassen haben. Auch spannend. Frau Dreyer? Ja. Ja, das ist die einzige. Also Frau Dreyer ist ja die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und das ZDF sitzt ja in Mainz, die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz. Und ich muss Ihnen sagen, Frau Dreyer, auch als jemand, der im Fernsehrat sehr engagiert ist, ist eine ganz, ganz tolle Politikerin. Wäre nicht auch super, wenn sie bei der CDU wäre. Also immer, wer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz ist, super, super. Willkommen beim staatsfernen ZDF, meine Damen und Herren. Katharina Barley, viel Erfolg oder auch Misserfolg. Ich muss mich da zurückhalten. Vielen, vielen Dank.